hasse dieses. Komme ich hier weiter? Nein. Oh, ich hasse dieses Flimmern. Ja, danke für nix. Ich könnte es natürlich auch in 640x480 spielen. Damit das Spiel richtig zur Geltung kommt. Und ich richtig gar nichts mehr sehen kann. Würdest du mal so ein bisschen mitfahren? Nö. Hä? Achso, das ist kein Feind. Ich denke schon, warum kann ich den nicht töten? Dieser Kommandant wurde zu Ihrer Unterstützung abgestellt. Solche Unterstützungseinheiten sind meistens nicht sonderlich hilfreich und man muss sie ständig beschützen. Das macht die Situation nicht besser. Dieser flimmernde Fernseher auch nicht. Oh Gott, gibt's auch am Ende von Missionen-Videos? Das wäre ja richtig ätzend. Es gibt Ende. Dabei hat der Spaß noch nicht mal angefangen. Ich bin schon angekotzt. Das Spiel ist schon scheiße, bevor es anfängt scheiße zu sein. Der Wahnsinn. Wer hat das getestet und sich gedacht, jo, Schwierigkeitsgrad kann man so anbieten? Wer? Ja. Hat das überhaupt jemand mal durchgespielt bei den Entwicklern? Was? Ich soll was konstruieren? Zeug. Habe ich schon. Natürlich nicht. Also ich brauche einen Dozer. Ich brauche erstmal Feindabwehr. Dann schiebst man noch einen Lokator und so hinterher. Ah, richtig, man konnte seine eigenen Gebäude sprengen, oder wie war das? Sammelt euch mal. Damit er so ein. Jungs! Was tust du denn da? Ich sammle mich! 2 Kilometer von allen anderen Einheiten entfernt sammle ich mich. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt schon wieder hin wollt, aber nein. Aus. Oh Gott. Ich hab schon der Gegner angelockt, ne? Gut, soll Zeug bauen, hieß es, ne? Ich jetzt doch wüsste, was wieder. Militärfabrik kann ich nicht bauen. Tja, Spiel verbuggt, kann leider nicht weiterspielen. Ich kann nur leichte Infanterie bauen. Und was haben wir da noch? Oh, eine Mine. Hätte ich gar keinen Locator gebraucht. Gut, dass ich mir meine Basis vorher intensiv angeguckt habe. Lohnt sich. Wirklich. Hätte ich nicht nach der rechts geschickt? Hallo? 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 Ja, du sollst dann jetzt sollst dann nach rechts gehen. Mensch. Oh, ich lokalisiere erstmal was. Es ist mir scheißegal, was du mir erzählst, du Spast. Ich muss sagen, ich habe das sehr gut platziert, so dazwischen, um den Weg zu verlängern. Epileptiker darf man bei dem Spiel auch nicht sein, oder? Schwierig. Ich habe nicht genug Ressourcen, glaube ich. Was kostet das? 40. Ich hätte genug Ressourcen. Brauche ich das? Nee, ich brauche es nicht, aber. Ich kann das einfach da nicht hinbauen. Verstehe. Verstehe. Jetzt muss ich Reaper bauen, ne? Ich sollte mir die Mission vielleicht sorgfältiger zu lesen.
Sollte vielleicht mal speichern. Das ist auch sehr gut gelöst. Das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das so toll gelöst war. Ich freue mir einen Ast. Ich möchte direkt weiterspielen. Ich freue mich schon richtig auf die spätere Mission. Tötet mich, bitte. Ja, dann schießt zurück. Ich hab das im Prinzip schon. Gut, dass ich noch eins gebaut habe. Man kann nie genug davon haben. Scheiße. Ich bin nur minimal Brain AFK. Egal, machen wir das Geld. Also zumindest in der Kampagne. Stehst im Weg. Wie viel ist denn da drin? 1200. Ich speichere mal. Ich weiß nämlich nicht, ob auch am Ende von Mission Videos kommen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr schreiben. Langsam wird es echt kritisch. Ach nein, kommt es nicht. Puh, Glück. Yeah, fast 1000 Punkte. Ich bin so toll. Ich ziehe einen neuen Militärstützpunkt ein und zerstören Sie alle feindlichen Militärmaschinen in diesem Gebiet. Oh. Um mit seiner Hilfe gegen die umfangreichen feindlichen Aktivitäten vorzugehen, die in diesem erst kürzlich kolonisierten Sektor gemeldet wurden. Sobald der Stützpunkt eingerichtet ist, zerstören Sie alle feindlichen Militärmaschinen in diesem Gebiet. Jetzt müssen Sie sich bewähren. Seien Sie wachsam. Ende der Nachricht. Richten Sie eine neue... Nein, kein Video, okay. Wo ist mein Zeug? Du bist ein Kommandant... Scouts haben auch Waffen, oder? Lokalisierungsmodus bereit. Ja, dann lokalisieren wir irgendwas. Ich habe dich eben nach da oben geschickt. Das wird schon passen. Danke. Moment, erstmal gucke ich, ob ich nicht vielleicht noch irgendwelche geheimen Gebäude da oben stehen habe. Nein, ich habe nur weißes Rauschen. Sehr gut. Mine. Du baust da mal eine Mine. Und eins stellt sich vielleicht mal so hin, dass die Mine... geschützt werden kann. Dann brauche ich ein Zivilistenwerk. Wieso stehst du jetzt da hinten? Weil du nicht Teil von 1 bist. Warum bist du nicht Teil von 1? Such mal ihn weiter. Da ist da oben ja noch mehr. Als ob. Lass die Materialschlacht beginnen. Na, lass das den Lokalisator machen. Die werden schon nicht von da hinten kommen können. Wenn doch, habe ich ein Problem. Den kriegst du gleich. Gut, du brauchst mal noch so einen. Techniken, die waren für was waren die wieder gut? Ich weiß es nicht mehr. Gut, du lokalisierst da oben das Kartenende, finde ich gut. Man hätte es auch einfach schwarz machen können, aber das wäre nicht stylisch genug. Weil... Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe wirklich keine Ahnung. Brauchst mal 5 Stück. Das sollte für den ersten Moment mal reichen. Wo ist mein Lokalisator? Bau
Eier denn da rum? Ach, da Eier rum. Brauche ich noch irgendwas? Wie gut waren die Verteidigungsgebäude in Napalmturm? Der Größe nach zu urteilen, nicht sonderlich toll. Was kann denn der Techniker? Dinge. Für irgendwas brauchte man die, ich weiß noch nicht mehr wofür. Scout entwickeln. Plasmageschütz, was haben die? Plasmageschütz. Was? Transporter bereit. Ach richtig, da musst du mir die Techniken reinschicken. So war das. Ich wusste doch, ich brauche die. Konnte man da, wie viel konnte man da reinschicken? Bauen wir noch zwei. Wir haben es ja. Gut, von hinten können sie nicht kommen, wenn ich das richtig sehe. Das finde ich schon mal gut. Ich bin ein Freund davon, wenn der Gegner nicht aus verschiedenen Richtungen kommen kann. Und wie gut waren diese Verteidigungstürme? Spontan würde ich sagen, die waren scheiße. Und ich habe das Gefühl, es ist halt einfach so. Alles anzeigen, nur Kartenbereich. Das hilft mir sehr viel, weil ich auf der Minikarte erkenne ich ehrlich gesagt nicht viel. Ja, ich arbeite jetzt hier dran am. Mach mir keine Hektik, das kommt noch früh genug. Ah, kommt natürlich von da oben. Das heißt, ich habe die Türme nur minimal völlig falsch hingesetzt. Napalmturm erscheint mir nicht sonderlich sinnvoll. Das erinnert mich irgendwie auch vielleicht einfach an den Flammentürme aus Command & Conquer, die auch nicht sonderlich toll waren. Ah, nur einen. Okay. Dann kann ich das ja abbrechen. Zeitanzeichen gibt es keine, aber ich weiß, dass es 63% sind. Ich finde es schön, dass die Schrift nicht mitskaliert. Wäre irgendwie nützliches Feature. Kommen wir denn dahin? Nützliche Features in Spiele einbauen, also wirklich. Als nächstes machen wir noch Beta-Tests. Soweit kommt's noch. Ja, ich habe keine Kohle mehr. Ich hasse es, keine Kohle zu haben. Könnt ihr mal wegen schneller fahren? Ich hatte dich doch abgebrochen. Oder auch nicht. Details. Offensichtlich eher nicht. So, wird denn die Mine mal fertig? Nein. Ja, es fängt schon wieder an. Aber das ist noch die einfache Mission, da kann ich mir Zeit lassen. Dann muss ich die schwere nie spielen, weil ich einfach 15 Stunden in der einfachen sitze. Hilfe. Ach, deswegen wird nichts gebaut, hä? Entwicklung ist abgeschlossen. Er ist teurer und vermutlich besser, hä? Ich warte erstmal. Oh, die Mine ist fertig, sehr gut. Kann ich da? Ich könnte vermutlich auch mehr Transporter reinstopfen, ne? Lassen wir erstmal den Turm da fertig werden. Er wird doch irgendwann mal fertig, oder? Nein. Ich will den Turm anklicken. 83, 90. Du fährst jetzt natürlich. Nee, du wartest, du blockierst, okay. Fährst mal weg. Der Turm kann nicht fahren. Schade. Grand entwickeln mit Disruptor. Nein, ich kann da nicht mehr reinstopfen. Okay.
Kostet das keine Ressourcen? Scheinbar nicht, okay. Gut, bauen wir noch 5 davon und dann gucken wir mal über die Karte. Wird bestimmt lustig, wie viele Ressourcen habe ich denn? Ich habe hier BMEs 940. Ich nehme an, das ist die Ressourceneinheit. Ja, gut. Knapp 3000, das sollte wohl reichen. Ich muss sagen, es ist schön, dass da nur eine Soundeinstellung für ist und die Schüsse irgendwie sau leise sind, aber die Stimmen sehr laut. Musik gibt's keine. Ich könnte die Tracks hinten reinschneiden, das ginge natürlich. Soll ich vielleicht tun? Einfach so random über den gleichen Sound die ganze Zeit über. Gut, fahrt ihr beide da oben hin? Ihr fahrt. Hey, mein Baumaterial ist doch ordentlich da. Was willst du von mir spielen? Das frage ich mich jetzt schon. Oh, mehr Panzerung. Und so wie es aussieht, auch eine Doppelkanone. Jede Waffe ist besser, wenn man sie zweimal hat. Napalm entwickeln. Kostet das nicht auch Ressourcen? Ja, 30. Nee, 100. 100. Nee, das sind die Kosten für den Grand, oder? Keine Ahnung. Ich kenne mich aus, ich habe das schon mal gespielt. Lass mich. Ich werde sowieso bald weinen. Lass es mich doch noch ein bisschen genießen, ja? Warum habe ich mich dazu bereit erklärt? War ich so verzweifelt? So schlimm war mein Grafikchip doch nicht. Ich konnte damit immer im Projekt Nomads spielen. Muss ich nachher auch noch machen. Also muss ich nicht, aber weißt du, es ist. Ich freue mich schon auf die späteren Missionen. Wo es denn richtig losgeht. So kostet er gleich 100 und hat 30 irgendwas. Nein, der kostet 37, dann sind das doch irgendwie die Kosten. Oh. Ich habe alles erforscht. Ey. Ich bin stolz auf mir. Ihr räumt auf. Ihr räumt auf. Noch geht das so schön. Gibt noch keine, sondern das Disruptoren-Dreck-Mist irgendwie. Es gibt noch keine fetten. Ich schlage auf den Boden und alles vibriert erstmal. So könnte das Spiel bleiben. Das ist angenehm. Aber das wird es nicht. Ich hasse dieses Spiel. Ich werde noch sehr viel fluchen, glaube ich. Sehr viel fluchen. So, wirst du mal fertig. Was haben wir denn noch so für Schaltflächen? Maschinennavigator? Ah, ziemlich nutzlos. Konstruktionsnavigator. Truppauswahl. Ja, leck mich. Das Feature, alle. Was ist das denn? Bodenkarte. Da ist es natürlich genauso, weil. Na Jungs. Wie konnte man wieder. Nein.
Ah, eins. Das ist doch nicht eins. Weitere Baumaterialien können erst dann wieder gelagert werden, wenn wir über weitere Schmelzwerke verfügen. Hä? Oh, ich hab. Ja. Ich kann die Schmelzwerke bauen? Nein. Gut, dann. Boah, einfach noch ein paar Türme. Du brauchst auch noch einen Turm. Dann bauen wir alle noch Türme. Ah, so muss ich das machen. Und dann baust du mal noch mehr von denen. Und ich habe immer noch zu viele Ressourcen. Leck mich. Bau die immer noch? Nee.